Ja, Hallöchen Popöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von der Steffis Hausen Map auf LS19. Ihr habt ja gestern schon das Video von mir erhalten bezüglich der Kartenvorstellung von Steffis Hausen. Und heute habe ich ja gestern schon gesagt, dass es heute ein Video geben wird über meinen Fuhrpark, den ersten Fuhrpark, den ich mir jetzt, ja, ich sage mal, angeeignet habe, mit den Geräten ich eigentlich arbeiten möchte. Ich habe auch klipp und klar gesagt, ich will versuchen, eigentlich mit wenig viel zu erreichen. Ja, man braucht da nicht immer 300.000 Gerätschaften. Ja, das wird das ein oder andere Gerät wird mit Sicherheit noch gebraucht und dazukommen. Spätestens für den Holmer werde ich noch das ein oder andere Gerät vielleicht Schneidwerk brauchen, wegen Weißkraut, was auch immer. Aber jetzt erstmal für heute würde ich erstmal vorstellen, gerne meine Gerätschaften, die ich jetzt am Anfang benutzen werde, um die ersten Felder und zu erwirtschaften, zu bearbeiten und dann auch für die Produktionen herzustellen, was ich alles dafür benötige. Ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mal ganz locker an. Ihr kennt meinen großen Mähdrescher schon, den ich die ganze Zeit benutze, immer hier. Das ist ja 9240. Den werde ich definitiv benutzen. Der ist für alles freigeschaltet, für Mais, Sonnenblumen, Dinkel, alles was wir brauchen. Mit dem kann ich eigentlich alles schneiden, was ich brauche. Der hat genug Kapazität, um das da irgendwie die Felder abzuarbeiten. Ja, also den werde ich definitiv benutzen. Ob ich eher mal einen zweiten brauche, glaube ich eher weniger. Ich muss mal schauen, wenn ich größer arbeite. Aber es ist nämlich erstmal eine, das erstmal reicht, um ein Feld zu bearbeiten. Da brauche ich keine 300 Stück. Also lassen wir machen. Dazu habe ich mir ein Schneidwerk geholt. Das kennt ihr auch in der Farbe, was man für Mais und Sonnenblumen benutzt. Ja, ich habe das normale Schneidwerk 13,7 Meter. Hier mit der Anhängevorrichtung, wo ich zu meinen Feldern fahren kann und kann dann definitiv damit arbeiten. Der ist für alles freigeschaltet, also ich kann alles damit schneiden. Ja, deswegen ist es schon mal gut zu machen. Ich habe einen Anhänger mir geholt, wo ich alle Produkte laden kann. Also egal was es ist, der nimmt alles auf. Es ist ein Multi-Anhänger, der alles, laden kann, wo ich dann auch einsetzen werde für die ganzen Sachen, die ich dann zur Produktion brauche oder auch auf dem Hof oder was auch immer, etc. pp. Eine Multi-Sämaschine, die Condor 15001, habe ich auch von Global Company hergestellt. Die kann alles produzieren, also ich muss da nicht eine Einzelsäetechnik benutzen, eine extra Sätechnik, die kann man auch ohne zu grubern oder zu pflügen vorher einsetzen. Ich kann dann direkt mit der Saat beginnen. Ja, und Dünger ist auch schon mit drin, also für alle Produkte zulässig. Ja, ich habe mir zwei Fendt Monster, so heißen die, das sind also Monster, weil die auch eine große Kapazität an, also an Leistung haben, habe ich mir hier hingestellt, mit denen ich arbeiten werde. Die sehen aus wie normale Fendt, heißen aber eigentlich Fendt Monster, haben auch nicht Fendt 10, 38 oder 48. Die haben eine hohe Motorleistung und auch eine starke Kapazität. Da habe ich hier schöne Breitreifen mit Gewichte drauf gemacht, dass ich auch dann überall hinkomme. Des Weiteren habe ich mir zwei Frontgewichte mit A3300 Kilo dahin geballert. Die kommen jeweils auf den Traktoren drauf. Und dann sind wir eigentlich auch da abgesichert, wenn sie da die Leistung bringen. Einen Ladewagen habe ich mir geholt, der auch eigentlich alles transportieren kann. Von der Firma Krone, ja, der hat aber auch eine mögliche Kapazität, das ist der Krone ZX560 GD, ja, der hat auch eine große Kapazität und mit dem kann ich auch alles aufsammeln, was ich gern möchte. So, des Weiteren habe ich mir einen Feldhäcksler geholt, einen Big X 1180, den werde ich brauchen für meine Gras, Arbeit, wenn ich die ganze Grasflächen abgrasen möchte für dann später von Gras auf Heu, für die Silage, für die Schafe, alles was wir für die Kühe, alles was die Tiere was wir brauchen, habe ich den mir organisiert. Dazu das passende Schneidwerk mit 6,5 Meter, glaube ich. Wird er dann schön über die Felder donnern oder was auch immer, über die ganzen Sachen hier, wo ich überall habe. Ihr seht ja hier, ich habe ja überall hier Gras. Das werden wir alles irgendwie blatt machen, sammeln,
Dazu wird es aber extra Videos geben, weil das kann ich alles wunderschön einsetzen dann später für, ja, ich sage mal, für meine Umwandlung von Gras auf Heu. So, hier haben wir ein Schneidwerk, ein Bombenschneidwerk. Das ist jetzt speziell für den Holmer DOS Terra DOS T4-40. Ist ein Multigerät, aber der kann alles sammeln, also sprich Karotten, Rotkraut, Weißkohl, Zwiebeln, Karton, kann der alles machen, aber mit dem passenden Schneidwerk, der braucht das so. Also ich kann es nicht mit dem Rotkohlschneidwerk Karotten sammeln oder mit dem Kartoffelschneidwerk Weißkohl sammeln, das geht nicht. Also es gibt da extra für so einen Mod, wo du alle extra dafür machst. Aktuell habe ich ein Feld mit Karotten, also brauche ich das Schneidwerk. Und das wird dann vorne dran gemacht und dann macht er ganz brav seine Karottenarbeit. Ja, auch das haben wir jetzt organisiert. Ja, ich würde es einfach sagen, ich bringe die, da seht ihr auch das Zeichen, das Symbol, Karot. Ja, ich würde es einfach sagen, ich bringe die Gerätschaften zu meinem Hof. Den habt ihr ja gestern schon vorgestellt bekommen. Da würde ich das jetzt alles irgendwie hinbringen. Und dann sind wir ja eigentlich gut dabei mit guten Dingen und dann können wir ja bald schon das nächste Video starten, wenn wir mit den ersten Feldern oder mal gucken, was dann kommt. Aber jetzt würde ich erstmal anfangen mit dem ersten Gerät, dass wir da anfangen. Wie gesagt, ich möchte gerne, ich fahre damit schon mal auf dem Hof. Einfach, dass wir die Gerätschaften schon mal haben. Hier können wir ja super gleich zwei Geräte auf einen Schlag benutzen. Das ist ja das Schöne an der Geschichte. So, die Ausfahrt ist da hinten. So, wir haben es alles drauf. Ja, ihr seht. Sorry, ich habe ein bisschen Erkältung, kriege ich wahrscheinlich so ein bisschen. Damit können wir es eigentlich schon mal gut umlaufen. Oh, das sieht natürlich ziemlich hardcore-mäßig aus hier. Ohne irgendwo anzudotzen. Ja, fahren wir doch lieber, glaube ich, in der Außenansicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, weil ich da hinten nicht zu meinem Hof komme, muss ich nämlich jetzt hier rum. Das war die Ausfahrt, aber ich kann jetzt mal hier über die Feuerwehr donnern, über den Verkaufsstand. Weil ich muss ja zu meinem Hof und hier über rechts über die Fahrt komme ich nicht zum Hof. So, die erste Ausfahrt. Kommt kein Brumm-Brumm-Auto. Schulter lassen wir diesmal stehen, bitte. Ich habe ja manchmal so die Angebote, dass ich die Schilder irgendwie abschieße. Aber das machen wir heute mal nicht. So, hier glaube ich, komme ich nicht zum Hof. Nein, da komme ich hinten rum nicht. Also ich muss einmal durch die Ortschaft fahren. Und da hinten war ja die Ausfahrt. Dann seht ihr ja die großen Schilder. Das habe ich euch ja gestern gezeigt, die Verkehrsschilder, wo dann steht, wo ihr jeweils hinfahrt. Oh, oh. Also hier gibt es wohl auch einen Blitzer, habe ich jetzt gerade erfahren oder gesehen. Ihr seht, ich habe gerade 194 Euro Strafe, weil ich mit 19 km/h zu schnell bin. Ja, super. Den kann man auch nicht mal irgendwie abschaffen, den Kerl. Gut, also zum Haupthof seht ihr, rechts geht's runter. Fahren wir es hier mal rechts rum. Toll, jetzt habe ich mich echt blitzen lassen. Wenn ich jedes Mal da durchfahre, kriege ich jedes Mal Blitzer, ey. So, sollen wir mal gucken, dass wir irgendwie diese ganzen Gerätschaften hier mal loswerden. Wir haben ja ohne Ende haben wir hier Kapazitäten. Also die Sache ist, mit diesem Schneidwerk rückwärts einzuparken, nein, das lasse ich die es können. Ich werde das jetzt einfach irgendwo hinstellen, wo ich es mal aktuell dann immer wieder anschließen kann, weil ich lasse das dann die machen, die es können. Ich habe damit kein Problem, das zuzugeben, dass ich da rückwärts Probleme habe, mit diesem Schneidwerk so zu fahren. Dann sollen das die machen, die es können. Ich stelle mir das jetzt irgendwo hier hin und gut ist. So, ne? Ich glaube, hier wird dann irgendwann wahrscheinlich noch eine extra Halle kommen, wo man so durchfahren kann. Da gibt es ja diese Durchfahrhalle. Das werde ich wahrscheinlich noch so machen.
Und dann ist das alles gesaved, ja, denke ich mal. Wir können auch dieses hier draußen irgendwo hinstellen erstmal. Weil das ist, vielleicht baue ich mir noch eine andere Halle dahin, mal gucken. So. Sehr schön. Dann beginnen wir mit unserem Traktor und nehmen gleich mal erstmal unser Gewicht auf, dass wir das schon mal drauf haben. Wenn wir das haben, können wir nämlich dann auch schon mal anfangen, einen Wagen zu holen. Sämaschine können wir, oder ach, wir müssen dann noch mal fahren, weil ich habe ja drei Wagen, habe aber nur zwei Traktoren. Ja, mehr brauche ich auch erstmal nicht. Ehrlich gesagt, das ist nämlich Humbug. So. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich wieder geblitzt werde. Ey, sonst, ey, sonst gibt es immer Knolle hier. Da werde ich ja die Stadt hier, Steffishausen, wieder durch mich reich. So, versuchen wir zu vermeiden. Das ist immer, wo ist denn hier der Blitzer? Da vorne steht er, der Schweinepriester. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wo der ist. Ist das dieses kleine Ding hier oder was? Ne, da ist er. Ach, du ahnst es nicht, oder? Wie schnell darf ich überhaupt fahren? Da steht der Blitzer. Guckt ihn euch an. Da seht ihr auch die Markierung auf der Straße hier. So, wenn er da fährt, da steht er. Ist schon raffiniert gemacht, ne? Also, wenn du das nicht weißt, gleich 194 Euro berappt. Super. Ich habe keine Hobbys, ne? Hab noch nichts verdient, aber schon die Kohle los. Eieieiei, naja gut, kriegen wir schon. Jetzt wissen wir, wo ein Blitzer ist, aber ich glaube, hier sind noch mehrere Blitzer versteckt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass nur einer hier in der Stadt ist. Na gut, kriegen wir. Ich werde mit Sicherheit noch mehr als einmal geblitzt, das ist einfach so. Aber ist nicht schlimm. Kann ich mitleben. So, ich werde aber jetzt erstmal diese Maschine, ja, ich denke mal einfach mal reinstellen. Das sieht doch ganz ordentlich aus, oder was wir hier machen. So, einmal abmachen. Dann können wir den gleich wieder zurückfahren, weil wir brauchen ja noch den. Wir haben ja noch einen Hänger, einen Ladewagen und einen Anhänger, die ich noch holen muss. Da können wir gleich mal auf die Gegenseite gucken, ob da auch ein Blitzer steht und uns auslacht. Oder ob das einfach nur einer war. Schau, ne, da ist ja noch einer. Steht aber, glaube ich, auch noch einer da drüben. Also die haben das richtig gut gemacht. Ja, da steht der nächste. Guckt, Leute, seht ihr es? Die haben das schon raffiniert gemacht. Gleich zwei Blitzer jeweils in beide Fahrtrichtungen. Damit die Stadt schön viel Kohle kassiert. Echt jetzt? Gut gemacht. Muss man echt sagen. Aber okay. Ist ja in Ordnung. Man soll ja schon ein bisschen versuchen, an diese
Geschwindigkeitsgrenzen sich zu halten. So. Hier geht es wieder zu unserem Verkaufspunkt. Also mit der Drehleiter, mit der alten, das sieht schon richtig nice aus, muss ich sagen. So, dann hängen wir gleich demnächst den Anhänger dran hier. Dass wir den haben. Da hängt er. Und Attacke. Los geht's. Schön der geschmeidig da reinfahren. Das war nett wie der Knips, Knips. Was waren wir denn? 35. Oh Mann, ich hab so scheiß Kratzen im Hals. Hier steht noch nicht mehr Geschwindigkeit, wie viel ich überhaupt fahren darf. Also ich denke mal, 50 dürfen wir fahren, gehe ich schon von aus. Andere wäre ja alles ein bisschen unlogisch. So. Fahren wir die auch gleich da rein. Ich würde sagen, die Hänge machen wir auf die linke Seite. Dann sind wir nicht gut dabei, weil da kommen die großen Traktoren alle hin. Hier können wir genug reinpacken eigentlich. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So, einmal zurück. Und tschüss. Der steht. Damit ist dieser erledigt. Der andere Traktor kann ja den Ladewagen nehmen. Ohne Probleme, das schafft er ja. Ist ja nur noch der Ladewagen jetzt da. Dann kann der hier hin. Lämpchen aus, Motor aus, das war's. Starten. So, einmal den Anhänger aufgeladen. Und dann haben wir den Kram auch. Tschüss. Und los geht's. Ups, Entschuldigung. Peinlich. Der hat einen guten großen Wendekreis, der kleine Kerl hier. Ich sag, mit 50 können wir lang fahren. Ja, also können wir schon mit 50 dürfen wir schon lang fahren. Da wird er mich jetzt nicht gerade durchplatzen. Hoffentlich.
Super, dann ist der auch jetzt erledigt. Lämpchen aus, Motor aus, wir gehen nach Haus. So, haben wir den Großen hier noch. Riesenwatz. Na, sieht doch super aus. Wenn wir das nämlich alles dann auf unserem Hof haben, dann ist die Gerätschaften da, weil da soll auch der Start beginnen. Uah, ich muss es da durchziehen. Hätte ich es gebremst, wäre ich dem frontal eingedonnert ins Auto. Du darfst hier nicht schneller fahren, du drängelst nicht von hinne. Habt ihr gesehen, der drängelt von hinne. Also ich darf hier 50, darfst hier fahren, oder? 40. Gibt keinen Blitzer. Also 50 dürfen wir fahren. 50, gut. Dann sind wir ja doch mal ein bisschen gesaved. So. Also wenn man das ganze Gras sieht, können wir unheimlich viel Gras ja, verarbeiten. Also hier kriegen wir richtig Gras. Wie verrückt. Komisch, dieses Gras kriege ich eigentlich da gerne hinten hinstellen. Da können wir es nämlich eigentlich direkt daneben machen. War das da Platz? Ach nee, das ist eine Einfahrt. Aber doch, es geht eigentlich. Ich denke mal, ich werde vielleicht dann noch ein größeres Grasgerät mir holen müssen, aber ich weiß nicht, war das mal so. Tschüss. So packt man ein, Leute. Lämpchen aus, Mutter aus, wir gehen nach Haus. So, jetzt haben wir noch den großen Holmer. Und dann sind wir eigentlich gut dabei. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich den einschlage. Ich glaube, hier wird er eingeschlagen. Ich bin froh, dass ich so ein Riesen, dass wir die Führerscheine alle haben für diese großen Gerätschaften hier. Was ein Klotz, Leute, oder? Was ein Vieh. Heilige Bambina, da kannst du ja richtig Unheil mitmachen. Wenn so ein Ding auf der Gasse rumfährt, das ist eigentlich schon Panikmacher, oder? Da kriegt man doch schon richtige Angst. Oh mein Gott, was ein Klotz, ey. Da darf dir kein Auto entgegenkommen, das hast du verloren. Definitiv verloren mit so einem Klotz. Boah, was ein Vieh, ey. Sieht schon gigantisch aus, der Hooper. Aber wir brauchen ihn. Er wird gebraucht, um die Karotten und alles abzusammeln und später dann mit anderen Schneidwerken. Aber wir werden wahrscheinlich auch noch extra mal gucken. Alle Holle, vielleicht werde ich auch einfach, ich muss ja später, dann will ich ja vor, die Felder so zu legen, wo ich die Gerätschaften auch einsetze. Also ich werde dann zum Beispiel oben an einem anderen Hof, kannst du ja dennoch trotzdem die Gerätschaften ansetzen, also hinstellen. Du kannst den Hof benutzen für
ich sage es mal, Hallen oder so. Und ich werde dann so die Felder wahrscheinlich legen, dass ich da den Weißkohl alles zusammen, dass ich da oben extra meine Gerätschaften abstellen kann. Man, hier nützt es jetzt nichts, wenn ich sehe. Ich habe es erstmal jetzt hergefahren zu den Holmer. Aber ich werde dann halt definitiv auf einer anderen Stelle eine Halle nutzen, wo ich dann die ganzen Schneidwerke dann hinsetzen werde, weil das bringt ja sonst gar nichts. So, den setzen wir jetzt mal da rein. Super, dann haben wir die jetzt erstmal alle geschafft. Die Gerätschaften sind erstmal alle da jetzt. Ausmachen, Licht aus, das war's. Gut, ihr seht, der Fuhrpark ist abgefahren vom Shop. Meine ersten Gerätschaften sind hier auf meinem Haupthof. Mit diesen Gerätschaften möchte ich, wie gesagt, dann ja mein eigentliches Wirtschaftsprogramm beginnen, wie man so schön sagt. Also meine Feldwirtschaft würde ich mit diesen Gerätschaften anfangen und werde dann Stück für Stück hier zusehen, dass ich irgendwie alles füllen kann. Das war auch 100 Millionen, wie das heißt, die 100 Millionen Zeug eigentlich ja benutzen können. Ich werde erstmal gucken, dass ich mit diesem Anfangszeug hier beginnen kann. Und dann werden wir mal weitersehen, ob ich mir später vielleicht noch irgendwie Gerätschaften kaufe. Wird wahrscheinlich passieren, vor allem gerade für das Gras werde ich wahrscheinlich ein größeres Schneidwerk brauchen, wenn ich erstmal diese Schneid hier, diese Grasflächen alle abarbeite. Fahre ich hier womit besser lang mit dem größeren. Das werde ich mir wahrscheinlich auch zulegen. Weil allein das wird nur ein Riesenvideo geben, nur das ganze Gras abzuholzen. So, was haben wir hier drauf? Hier sind sogar Kartoffeln im Wachstum. Ja, das werden wir auch brauchen, aber was wir allein nur hier an den ganzen Flächen haben, ja, wie gesagt, das wird alles abgeerntet. Ja, hier ist zum Beispiel Dinkel, ist erntereif, das wird vielleicht das nächste Video werden, also Dinkel abernten. Vielleicht werden wir auch einfach erstmal nur das Gras anfangen und dann schauen wir mal. Das war die Produktion, ist anfangen zu beginnen. Das ist ganz wichtig, sage ich mal. Gut. Dann wäre es das auch schon wieder zu diesem Video gewesen. Wenn ihr Kommentare reinschreibt, würde es mich freuen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Teilt das Video gerne unter euren Freunden. Wo auch immer, Family, keine Ahnung, macht es einfach. Würde mich riesig freuen, euch wieder zu sehen oder dass ihr euch das Video, ja, wie gesagt, weiterleitet. Wäre kein Problem. Nur bitte nicht bei anderen YouTubern, das haben wir ja gesagt, das macht man nicht. Ja, das ist unanständig. Und daher wäre das jetzt auch von meiner Seite her für heute durch. Ich sage dann ganz lieben Dank, dass ihr euch das Video anschaut. Ja, vielleicht auch den einen oder anderen Kommentar reinschreibt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Dienstag. Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund. Und dann sage ich einfach tschö mit Ö und ciao Kakao. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.